Wenn es einem Italiener so richtig mies geht, wenn die Euro-Krise mal wieder nervt und die Arbeitslosigkeit ungeahnte Höhen erreicht, dann ist es Zeit, sich abzulenken und die Sorgen für ein paar Stunden zu vergessen. Und was ist dazu besser geeignet als das Münchner Oktoberfest? Eine Viertelmillion Italiener machen sich jedes Jahr auf den Weg über die Alpen, um sich an deutschem Bier zu erfreuen. Dass es dabei mitunter zu Missverständnissen mit teutonischen Sicherheitskräften kommt, ist eigentlich klar. Roman Leberger und Klaas Meyer-Heuer über Italiener im Bierrausch. Der globalisierte Rausch hat einen Namen: Oktoberfest. Alljährliches Ziel: die Aufnahme in den Bierhimmel. Mehr als 1 Million Gäste kommen mittlerweile aus dem Ausland. Besonders beliebt ist das teutonische Traditionsfest in Italien, Bira statt Vino. Ich liebe die Deutschen. Ich liebe alle Menschen. Alle kommen hierher und machen dasselbe wie ich, Bier trinken. Während der Wiesen wird der Maßkrug zum Instrument der Völkerverständigung. Die Leute sind aus der ganzen Welt angereist und feiern hier im weitesten friedlich zusammen. Millionen von Leuten auf engstem Raum und das trotz Alkohol. Muss man schon sagen, dass das hervorragend klappt. Um Sprachproblemen vorzubeugen, setzt die Polizei auf interkulturelle Kompetenz mit original italienischen Kollegen. Italiener machen nicht mehr Probleme als andere Bürger. Das einzige vielleicht Problem ist, die ganzen Security-Leute, die sind es nicht gewöhnt, dass der Italiener mit den Händen viel spricht. Die fühlen sich dann gleich angegriffen, wenn der Italiener die Hände hebt, um damit zu sprechen. Als Südtiroler sprechen die Beamten Deutsch und Italienisch. Ein schlagendes Argument bei Randalierern aus der Heimat. Da dove vieni? Da dove vieni? Sorry, I'm from Italy, Luigi, Italy. Con me puoi parlare anche italiano, se vuoi. Die Ansprache zeigt Wirkung, der Delinquent pariert. Okay, adesso tranquillo, non far casino. Stai tranquillo, poi risolviamo il problema. Okay. Dauerrausch heißt für die binationale Eingreiftruppe Dauereinsatz. Augustino Nord 5, größere Schlägerei. Jetzt gehen wir in die Richtung. Vorsicht! Vorsicht! Auf die Seite! Vorsicht! Vorsicht! Fast 7 Millionen Liter ausgeschenktes Bier machen die Sause bisweilen zum Krawallfest. Vereint mit den italienischen Kollegen kämpft die Polizei mit einem wilden Wiesengast. Für den Beschuldigten ist alles natürlich nur ein Missverständnis. Ich wollte nur in ein Zelt gehen und ein Bier trinken. Wir haben eine Reservierung und sie haben gesagt, wir hatten keine Reservierung, aber wir haben eine. Und dann haben sie einfach da eingeschlagen und die Polizei gerufen. Das ist es. Auf der hochgesicherten Wiesenwache leisten die Beamten mittlerweile Akkordarbeit. Auch hier gilt die Regel, Uhrzeit und Promillezahl korrelieren mit der Anzahl der vorläufig Weggesperrten. Der wird erstmal ausgenüchtert für 2, 3, 4 Stunden, bis er klar bei Verstand ist, sage ich einmal. Und jetzt müssen wir mit den Ordner abklären, ob die Strafantrag stellen wegen der Sachbeschädigung. Im einen Ordner wurde die Uhr zerstört, im anderen die ganze Kleidung zerrissen. Ein Campingplatz im Münchner Westend wird während des Oktoberfestes zu Klein-Neapel. Oh. Der Betreiber ist selbst Italiener und kennt die Begehrlichkeiten seiner Landsleute. Die Italiener kommen auf die Wiesn erstens wegen des deutschen Bier oder des Münchner Bier und zweitens wegen deutschen Frauen. Das heißt? Die Italiener mögen sehr gerne Blondinen. In Italien sind die Blondinen nicht so viele da und deshalb müssen sie abreisen. Die Anreise im Wohnwagen hat für die Südländer Tradition. Es geht um Kulturaustausch. Salve, qua siamo pronti per l'Oktoberfest. Für 22 Euro pro Tag gibt's einen Stellplatz, inklusive Wegdienst. Auf die temporäre Entvölkerung Italiens reagieren auch die Sanitätsdienste. Denn auch das Bayerische Rote Kreuz verstärkt sich mit Südtiroler Kollegen in gelben Uniformen. Eigentlich sind wir sehr willkommen hier. Wir werden immer gut aufgenommen und können auch hier einmal helfen als
vor Ort mit der Trage, aber vor allem am Wochenende dann natürlich für die Übersetzungen. Beim multinationalen Einsatz lotst eine Partykohorte aus Rom die Helfer an den Rand der Festwiese. Hier soll ihr Freund gestürzt sein. Ciao, sei italiano? Sono italiano, c'era un mio amico che se l'è fatto male. Non c'è. Non c'è? Südländisches Durcheinander. Der gefallene Römer ist verschwunden. Im dunklen Germanien. Ma poteva ancora andare o No, poteva soltanto una piccola ferita in testa, sì, sangue in testa. Urplötzlich taucht der Patient hinter einem Festzelt auf, mitsamt Platzwunde. Ecco. Ciao. 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 Cosa è successo? Mi ha mozzicato una zanzara. Sicuramente che zanzara. Ho provato a scavalcare. Oh, madonna. Ti portiamo in stazione e ti fanno due punti. Sì, no, beh, è così. Io ho 28 anni e i punti non li voglio. Pro Tag werden ungefähr 50 Wunden genäht. Diese nicht. Er weigert sich. Er will nicht hinein, er will nicht genäht werden und wir können ihn nicht zwingen. Auf der Krankenstation herrscht inzwischen Trubel wie auf dem Hauptbahnhof. Auch zwei Holländer sind unglücklich von einer Bierbank gefallen. He also fell a little bit of glass. Jetzt passiert Atemnot. Ihre lebenswichtigen Expeditionen ins Reich des Rausches macht das Rettungsteam ehrenamtlich. Diesmal ist eine Frau schwer gestürzt. Halskrause und Sauerstoffsättigung. Die Atmung stabilisiert sich. Einsatz geglückt. So große Kopfplatzwunde, Gehirnerschütterung und dazu der Alkohol. Und keine Ahnung, also das muss man dann in der Klinik anschauen. An der Stadtgrenze sperrt die Polizei Samstagabend die A8 Richtung Süden. Seit die Beamten regelmäßig kontrollieren, fahren weniger Wiesenbesucher alkoholisiert über die Alpen. In ganz Italien hat es sich aber noch nicht herumgesprochen. Okay, jetzt. Excuse me, man. Ja, it's okay. Ich glaube, das ist nichts. Oh doch, wir fahren mal auf. Ist aber parat, oder? Wir fahren mal auf. Früher nannten die Polizisten die Kontrolle Lachsfischen. Jeder Versuch ein Treffer. Die Ausreden sind sowieso immer die gleichen. No, ma ho bevuto una birra. Mangiato alle 8. Mangiato e dopo tanta birra così. Ausländische Alkoholsünder müssen ihr Bußgeld sofort bezahlen. Und wenn der Fahrer nicht flüssig ist, werden die Mitreisenden herangezogen. Okay. Auch illegale Drogen nehmen einige Italiener gerne mit aufs Fest und die Reste wieder mit nach Hause. Haschisch, Kokain, Speed. Die Partystimmung soll nicht nur dem Alkohol überlassen werden. Ja, wieder Haschisch. Hast du Haschisch, Mariano? No. Do you speak English? No. Wer nicht reden will, wird gefühlvoll durchsucht. Ah, Haschisch. Scheiße, gell? Ja. Machen wir ein kleines Protokoll. Ja? Aber jetzt bleiben wir mal hier stehen. Und jetzt schaue ich more im Auto. More. In Bayern wird jeder Drogenfund angezeigt. Für die Italiener zieht sich so die Ausflugsreise nach Deutschland ungewollt noch ein wenig in die Länge. Jetzt haben wir einen Kokainverstoß und zweimal Marihuana bzw. Haschisch. Der Kollege hat auch noch also zwei Fundstücke und dann werden wir die Herren auch zur Anzeige bringen und dann ED behandeln und gegebenenfalls auch eine Sicherheitsleistung einbehalten. Mit Eskorte zum Polizeirevier. Erst wenn der deutsche Staat die Fingerabdrücke gesichert hat, geht's weiter. Zurück nach Bella Italia.